ich bin etwas ungehalten, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Aber die Fakten nochmal. Am 3. April habe ich Widerspruch eingelegt bei der Finanzbehörde. Sicherheitshalber am 19.04. angerufen, weil ich dann in Urlaub gegangen bin. Da konnte ich das nicht mehr managen im Urlaub. Und habe von einem Kassenleiter, den Namen lasse ich jetzt weg, gehört, ihr Geld ist zwar da, über 2000 Euro übrigens, aber auf einer falschen Steuernummer gebucht. So, danach habe ich mal kontrolliert. Die Bank hat einen Fehler gemacht, einen Zahlendreher. Die Originale habe ich noch. Ich habe der Behörde jetzt gesagt, auf eine Mahnung hin habe ich gesagt, vor dem Finanzgericht lege ich die Originale vor, weil ich habe keinen Fehler gemacht. Meine Bank hat einen Zahlendreher drin. Und der Kassenleiter, Namen lasse ich jetzt mal weg, hat mir sogar gesagt, nein, Sie brauchen nichts schriftlich mehr machen. Ja, also sowohl in meiner Behörde, 33 Jahre Landratsamt Böbling, jeder Furz wurde mit einer E-Mail rumgeschickt, weitergeleitet und dann entstehen diese Kaskaden. Da weiß keiner mehr, wer zuerst was gesagt hat. So ist es mit den E-Mails, das wollen die nicht. Ja. Aber ich will eigentlich keinen Anwalt nehmen. Das ist wegen so einer Kleinigkeit. Das Geld ist doch da, meine Damen und Herren. Und die Auskunft war falsch. Am Telefon. Ich rufe extra an, dass ich im Urlaub nicht auf einer Insel irgendwo bin und weiß nicht, was los ist auf dem Festland. Und dann war die Auskunft falsch. Warum soll ich dann da anrufen, wenn die Auskunft falsch ist? Mich hat mir zum Abfallgott, nicht Abfallpapst, sondern Abfallgott ernannt, wo ich in Rente gegangen bin, als schwerbehinderter Rentner. Und da will ich eigentlich gar keine Steuern mehr zahlen. Jedenfalls nicht das, was das Finanzamt da will. Herrgott, nochmal, jetzt muss ich ein bisschen fluchen. Ich hoffe, dass Sie Verständnis haben, die Sie jetzt das hier mitkriegen. Man kann mich schon ärgern, wenn man mich an der richtigen Stelle erwischt. Aber zum Finanzgericht gehe ich trotzdem. Ich lasse mir 2000 Euro nicht aus der Tasche rausziehen. Neulich ist mir mein Portemonnaie rausgefallen aus der Hosentasche, habe ich schon erzählt. Der Finder hat dann gesagt, hier, da ist ein Haufen Geld drin, hat gesagt, du kriegst, er wollte 10%, er hat gesagt, du kriegst 3% Finderlohn. Das ist was anderes. Aber das ärgert mich mit der Behörde, wenn die Auskunft falsch ist. Er hätte doch sagen können, schick da eine E-Mail her oder ich notiere mir das oder leg nochmal Widerspruch, bekräftige den Widerspruch. Das mache ich nicht mit. Also zwischen 2000 Euro werde ich die Behörde so lange beschäftigen, bis sie einsehen, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Vielleicht haben sie selber auch keinen Fehler gemacht. Aber ich kann doch nicht deswegen die Bank verklagen, weil ein Zahlendreher drin war. Ne? Also das geht zu weit. Also da gibt es ja auch Fristen. Das mache ich auch nicht. Ne? Aber sowas könnte man öffentlich machen, im richtigen Moment öffentlich machen, nicht zu früh. Aber wenn einer dann einen groben Fehler machen würde bei so einer Behörde, dann öffentlich. Ne? Das war bei uns auch so. Ne? Also, schönen Abend noch. Sonne scheint zum Glück. Ich beruhige mich wieder. Ich setze mich jetzt in die Sonne. In Zonn auf Schwäbisch.